Ja, hallo liebe Campingfreunde, wir haben heute was ganz Verrücktes vor. Wir fahren nämlich auf ein Hülsenstreffen. Ja, nach Rheinland-Pfalz, genauer gesagt nach Oberbrombach. Und zwar hat uns die Manuela zusammen mit Markus und Bobby, die haben uns angeschrieben bei YouTube, wir sollen da unbedingt hinkommen. Dort treffen sich privat lauter Pöselfahrer und wir erhoffen uns dort von deren Erfahrungsschatz ganz, ganz viel mitnehmen zu können für unsere Suche nach dem richtigen Wohnmobil. Und vielleicht gewährt uns der ein oder andere auch eine private Roomtour. Und ich bin ganz gespannt auf die Personen, die wir da treffen und wie das Ganze so sein wird, wie die Atmosphäre ist. Und vielleicht sehen wir heute endlich mal ein Summit 600 Plus live auf und in. Das wäre schön. Genau, das ist unsere Hoffnung, weil bei Händlern ist da ja einfach nicht zu sehen, so begehrt zu sein scheint der. Ja. Und für uns ist das jetzt eine relativ lange Fahrt. Deswegen fahren wir erstmal und hören uns später wieder. Wie kommt es zu dem Treffen? Ja, ganz einfach. Wir veranstalten das jedes Jahr und ich habe das jetzt dreimal organisiert, sprich einfach, um einfach mal die ganzen Leute ein bisschen zusammenzubringen, um sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen. Ja, und so entsteht das ganze Treffen. Ist das immer dann hier in Oberbrombach oder? Nein, der Platz wird immer irgendwie ausgewählt. Wir treffen uns generell immer irgendwo anders, schauen einfach, dass wir einen schönen Platz finden und dann passt das auch. Dann gehen wir mal rein. Da sage ich einfach, nicht erschrecken, wie es innen aussieht. Das ist ein Messewagen logischerweise, also das sieht chaotisch aus. Also einfach Verkäufer rein. Sozusagen? Ja. Ah, okay. Ihr geht einfach rein. Spritzt das Wasser dann rüber? Nee. Gar nicht? Nein, definitiv nicht. Okay. Weil die Dusche... Auch bei meiner Größe, ja? Nö, da passiert... Naja, gut, das ist vielleicht... ich sag mal so, du bist zwar groß, aber es gibt Leute, die haben wesentlich sind größer und kommen auch mit dem Wagen klar. Also ich bin ja gerade... Also ich finde, der Dreh- und Angelpunkt ist immer das Bad. Und deswegen bin ich ja so begeistert hier bei von Pösel. Mhm. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich mir da noch irgendwas bastle. Aber wenn du meinst, das ist gar nicht nötig. Würde ich gar nicht machen. Also grundsätzlich, wir duschen immer mit der Dusche so, wie sie ist. Mhm. Weil der Strahl, kann ich? Ja, mach. Der Strahl geht ja im Prinzip so runter. Ach echt? Ja, ja. Ach, cool. Du bist ja klein. Das ja. heißt, du wirst sowieso nass, egal wie. Ja. Und er müsste halt im Prinzip die Halterung rausnehmen und sich dann von oben abbrausen. Ja? Mhm. Aber grundsätzlich funktioniert das. Ja. Okay. Also da muss man wirklich nichts machen. Und der hat ja auch zwei Abläufe. Das heißt, wenn ich jetzt genau, stehe... Okay. Genau. Das Wasser... Also was ablaufen ist nie das Problem. Mhm. Ja, das läuft entweder da hinten oder hier vorne ab. Also das ist... Hier sieht man ja. Also, und hier ist es ja wirklich, es geht halt hier hinten halt genau, Platz. Genau, das ist als Schiebetür gedacht und funktioniert auch so. Warte mal, ich kann ja hier zumachen, guck. Ja, dann ist sie zu. Ja. Und dann kannst du duschen in aller Ruhe. Die lässt sich ja von hinten auch wieder abwischen. Ja, das genau. Heißt also, da ist auch nichts mit Rechtsfeucht oder so, dann ist das total easy. Ja. Warum ist denn eigentlich so lange Liefer, wenn du Verkäufer bist, warum ist denn die Lieferzeit so lange beim 600 Plus? Ganz einfach, die Nachfrage ist so groß. Ist so groß, okay. Ja. Und 640er ist nicht so extrem. Doch, auch. Das ist, okay. Die Sache ist ja die, man hat ja immer nur eine gewisse Kapazität im Werk. Ja. Ja, und die können nur so und so viele Fahrzeuge herstellen. Ja. So, und jetzt sage ich mal, wenn die Nachfrage die Produktion übersteigt, dann okay. wird die lange Lebenszeit länger. Das ist einfach so. Beim Längsbett hatten wir hier eine Stufe, kann man die rausmachen. Wir wollten unseren Hund gerne unterm Bett parken nachts. Genau. Und allgemein parken, kann man die komplett... Das ohne großen Aufwand? Das ist nur ein Schiebebrett. Ach, okay. Ja, da ist eine Führung links und rechts. Und dann kann man das so einfach das Brett einschieben. Und dann ist so eine Aufstiegshilfe, nenne ich es mal, integriert. Da kann man rausmachen, kann man nicht. Und wie gesagt, das ist jetzt der einzigste Unterschied. Ja? Mhm. Dass das Bett quer wäre. Mhm. Ja? Und das hier, was man hier sieht. Das ist ja gerade cool, diese. Das ist alles identisch. Ja. Also da ist jetzt nichts irgendwie anders. Das ist derselbe Kühlschrank, es ist derselbe Spüle und Herd, es ist derselbe Küchenblock, alles gleich. Wie ist das eigentlich? Es ist ja eine Schublade und dann kann man mal, wenn man jetzt Bock hat, einen anderen Kühlschrank einsetzen, dass man größer ist, oder geht das gar nicht? Naja, was heißt jetzt größer? Also mehr Liter umfasst. Die Frage ist, warum?
Darf ich aufmachen? Ja, klar. Okay. Ist halt nichts drin. Achso, oder okay, nicht noch besser. Also die Frage ist ja immer, was ich so ein bisschen schade finde, dass es sehr, sehr eng ist hier, ne? Und relativ wenig, also der ist ein bisschen größer als der Weinsberger, aber dass hier oben keine wirklichen Mitbagger und doch hier irgendwas immer rein. Bei dem ist es anders. Ja, der hat ja, auch noch hier das separate Gefrierfach, ja? Ja. Was ja auch immer ganz cool ist, wenn man unterwegs ist im Sommer oder so, macht das also schon Sinn, ne? Okay, ich habe zum ersten Mal in Summit 640 auch mal Kühlschrank aufgemacht, bei dem ich jetzt angeguckt habe, waren ja meistens gar keine Milchpackung, konnte man reinmachen. Doch. Man muss ja immer im Prinzip Kompromisse eingehen, das habe ich schon so verstanden. Und wie ist das? Wir wollen ja heute frei stehen. Jetzt hat der hier, glaube ich, eine Gasheizung, keine Dieselheizung. Richtig. Ist das ein Problem oder machbar? Oder gibt es denn auch mit Dieselheizung? Oder? Also momentan Dieselheizung gibt es noch nicht. Es kann sein, dass auf den Caravan-Salon eventuell eine Dieselheizung optional möglich ist. Weiß ich aber noch nicht. Aber schon was gehört? Nee, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das erfahre ich auch erst, wenn der Caravan-Salon anfängt. Gibt es denn eine große Nachfrage? Fragen es dann die Kunden oft nach wegen Dieselheizung oder gar nicht? Eigentlich kaum. Also das ist, es kommt wirklich ganz auf das drauf an, was man plant zu machen. Ja, wir haben zum Beispiel Gas. Wir kommen super klar. Also ich finde überall einen Parkplatz. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. Es kommt immer darauf an, wo wohnt ihr, wie ist die Lage daheim, weil das ist eigentlich das Wichtigere. Ach, da kann man parken, das ist kein Thema. Ja, das auf der Straße halt. Also ich sag mal so, Längsschläfer hat folgenden Vorteil. Du musst nicht über den anderen nachts krabbeln. Mhm. Und das ist ein nicht zu verachtender Nach- oder Vorteil. Mhm. Ja? Weil wenn ich ständig über dich drüber muss, wirst du automatisch munter. Da kannst du machen, was du willst. So, andersrum ja genauso. Mhm. Hier stehst du auf, ohne den anderen munter zu machen. Mhm. Ja, das ist einfach so. Okay. Wie ist das? Wir haben uns jetzt den Venture angeguckt und da war das so bei dem 6,40 Meter Fahrzeug. Ich habe gedacht, man spart im Vergleich zum 6 Meter Fahrzeug den Platz irgendwo hinten, aber da war das hier enger. Ist das bei jedem Kastenwagen so, auch beim Pösel? Oder ist es dann hier genauso groß bei der Dinette und hier vorne in dem Bereich? Also der Ventura war vorne kürzer? Also beim Ventura war das dann praktisch bei den kürzeren Fahrzeugen, war das dann, waren wir dann schon hier irgendwo? Nee, das ist alles gleich. Nur hinten ist länger quasi. Genau, das ist hinten länger. Habe ich ja gesagt. Ja. Er ist genau bis hierher. Es ist gleich. Okay. Da ist nichts anders. Okay. Aber das hat mich dann ist das wirklich was Besonderes von denen. Das hat mich total überrascht. Das ist möglich. Wir haben das Einzige, was wir halt haben, wir haben einen mega Stauraum drunter. Ja? Mhm. Ja, da ist ja komplett. Und das ist halt auch für den Hund blöd, weil du willst ja den Hund auch mal hier haben, aber der soll auch unter das Bett dann. Ja. Okay. Ich merke, es reicht nicht. Kann ich das Fahrzeug auflasten? Mhm. Ja, das bedarf manchmal technischer Änderungen. Manchmal geht es auch so. Bei Maxi-Chassis glaube ich so, oder? Also das war leichter, oder? Ja, es ist wesentlich einfacher. Deswegen würde ich es auch immer empfehlen. Und ich empfehle es allen Kunden von mir. Mhm. Nehmt einfach Maxi-Chassis, ist man für die Zukunft hin immer sicher. Hat natürlich den Nachteil, man kommt über 3,5 Tonnen. Ja? Was dann wiederum in Österreich und in anderen Ländern wegen Nettenpflicht bzw. mautpflichtig die Sachen verändert. Mhm. Ja? Aber das ist dann die Situation. So. Sie ist noch so jung, sie hat auch keinen Führerschein dafür. Ich schon, aber sie nicht. Ja, macht ja nichts. Dann ist im Prinzip, würde ich gar nicht mit über 3,5 Tonnen tendieren. Ich würde bei Maxi bleiben, dann bin ich bei 3,5. Würde aber bei der Ausstattung die ganze Sache ein bisschen nach unten reduzieren. Ich würde jetzt nicht hergehen und würde sagen, ich brauche... Markise ist super schwer, ne? Das ist aber fast, macht es da ganz einfach. Lauft mal über den Platz, jetzt hört es nachher auf zu regnen. Schaut, wie viele Fahrzeuge haben eine Markise und wie viele haben keine. Ich sehe schon ganz viele. Genau. Das nächste, was zum Beispiel auch ein Gewichtsproblem löst, ist eine Anhängerkupplung. Schaut einfach, wie viele Fahrzeuge haben eine Anhängerkupplung. Ja. Das ist ein guter Tipp, gucken, was die Mehrheit der anderen hat. Da wären 95% haben hier Anhängerkupplung. Ja. Das ist aber einfach der Sache geschuldet. Ich kann damit auch einen Fahrradträger transportieren. Ja. Ich kann aber damit auch einen Hänger transportieren. Ja, sofern ich dementsprechende Führerscheine habe, ist das alles kein Thema. So.
Euch wird weiter auffallen, dass kaum noch einer hier einen Radträger an der Hecktür hat. Das wird euch auffallen. Für ein Ersatzrad oder für ein Fahrrad? Fürs Fahrrad, ja. Genau. Das hat fast keiner mehr. Das hat sich schlagartig geändert. Das hat aber nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern das ist einfach das Unpraktische. Ja? Er hat noch einen, aber guck mal, er hat jetzt eine Box drauf gemacht. Ja, weil man sich da auch immer stoßen kann, wenn man die Tür aufmacht. Ne? Ja gut, das unter anderem. Das spätestens. Packen wir Fahrräder im Auto oder auf der Anhängerkupplung? Ja, ich würde zum Beispiel, wenn ihr jetzt Fahrräder mitnehmen, mache ich es auf der Anhängerkupplung, dann kann man das so. Da gibt es ja so Fahrradträger für den Pkw. Genau. Dann hat man die Einschränkung, dass man zwar die Heckklappen nicht mehr öffnen kann. Ja, da muss man die Fahrräder abnehmen, Fahrradträger runter, oder man kauft dann ein großes System, wo das dann funktioniert. Das ist aber alles individuell, das hat jetzt nichts mit dem Fahrzeug zu tun. Das kann ich auf jeden Kasten, den er existiert, kann ich das übertragen. Das hat nichts mit der Marke zu tun. Wie ist es jetzt, wenn du jetzt hier mit Gas heizt? Ja. Jetzt haben wir so, weiß ich nicht, 10, 12 Grad, nachts wahrscheinlich sogar bis 5 nur. Wie viel verbraucht man da? Ist dann so eine Flasche gleich leer nach einem Wochenende? Oder? Nee, also ich sage mal, du kommst mit einer Flasche, je nachdem, Außentemperatur abhängig, zwischen 3 und 4 Tagen locker hin. Und wenn du zwei Flaschen da sowieso dabei hast, bist du im Prinzip mit einer Woche unterwegs. Okay. Was kostet so eine aufzufüllen? Ungefähr? Das schwankt, nicht erschrecken, von 10 Euro bis 35 Euro. Okay. Irgendwo dazwischen. Ja. Normalfall irgendwas um die 20. Und dann hast du ja auch bei so einem Wetter wie jetzt, hast du ja auch wahrscheinlich dann permanent an, ne? Die ist jetzt an. Ja. Wir haben die Tür offen. Gibt es schon einen Termin fürs nächste Treffen? Nein, da steht noch keiner fest. Eine Ortschaft auch noch nicht? Nein, gar nichts. Überhaupt noch nichts in Planung. Sind wir mal gespannt, wo das nächste sein wird. Gerne. Und woher kann man es dann wissen? Also wird das irgendwie vermarktet, das Treffen? Auf einer Facebook-Gruppe oder? Genau, okay. Das ist die geschlossene Facebook-Gruppe Pösel. Die offizielle Pösel-Facebook-Gruppe ist das. Okay. Da kann man das im Prinzip erfahren. Also, wir fanden das wirklich sehr, sehr toll, dass du uns hier aufgenommen hast. Ja, gerne. Und es war schon mal einen guten Eindruck bekommen, wie so die Pösel-Fahrer drauf sind. Alle mega cool, muss ich sagen. Freut uns. War echt super toll und wir haben uns einige tolle Wagen auch angeschaut. Und schöne Praxistipps auch geholt. Das, ja, ganz, ganz viele Praxistipps. Ja, so soll es sein. Super, Dennis. Dankeschön. Gerne. Ich bin nur von der Höhe ausgegangen, die ich da habe. Ja. Und klar, also die liegt unheimlich gern da drinnen. Viel freiwillig. Das ist schön, wenn sie Ruhezone auch haben. Ne? Ich habe es auch so gemacht, dass ich sie nicht fest installiert habe, wie ich es eigentlich wollte. Der hat mir abgeraten, aber gesagt, wir ziehen die nur fest. Also von hinten an der Öse. Ja. Damit ich die auch rausnehmen kann, das ist auch, wenn ich kein Hund dabei habe. Oder wenn ich sie im Sommer rausnehme und hinter das Auto stelle. Das ist für den Napf, oder? Ja. Sieht schwer aus. Gar nicht. Das hebe ich selber da rein. Das ist nur Aluminium. Die wird sie jetzt ausbauen, die kannst du mit einer Hand nebenher tragen. Selbst eingebunden? Okay, das ist total toll. Hier tankst du LPG-Gas an der Tankstelle. Die Flasche steht drin. Ich dachte, das dürfte man nicht, wäre in Deutschland verboten. Deswegen, die Nummerschilder musst du ja nicht unbedingt führen. Okay. Der Willi, ne? Und da muss man... Da hast du die LPG. Eine Alu haben wir dazu. Und dann hast du hier die unterschiedlichen Adapter. Für jedes Land. Und dann wird da noch drauf geschraubt und dann tankst du einfach. Klasse. Was macht man in der Silikonform? Den Rest nimmt man raus oder wie? Das, so macht man es jetzt nicht, oder? Du kannst die Silikonform immer drin lassen. Okay, cool. Das hier ist nur, wenn du Brötchen aufbacken willst, genau. Und ansonsten holst du es raus. Cool. Weil manche schon Kuchen drin gebacken haben. Ja, das ist ja cool. Ja. Das packst du einfach auf den Gasgrill und dann fertig. Genau. Ja. Also braucht kein Backofen mehr. Strom oder nur Gas? Nur Gas. Es war auch eine Überlegung, ob wir dann die 6 nehmen mit der Kombination halt. Und die Frage ist, stehst du viel auf Stellplatz oder nicht, ne? In dem Fall auch bei euch ist es ja jetzt nicht so, wir haben gesagt, machen die Pösselsägen und bei euch kriegt er jetzt den letzten Segen. Damit der Mitarbeiter so viel zu kaufen. Ja,
Herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Fahrzeug und herzlichen Glückwunsch darauf, dass er heute verkauft ist. Ne? Lecker Kühlersache. Wir wünschen euch Spaß, dass ihr lange wieder noch bei euch seid. Spaß mit dem Auto und wünschen uns frei, damit ihr auch einen neuen Käufer davon findet. Und Jens hat dann mal was vorbereitet. Ja. Ne? Ihr könnt mich dann. Unfallfreies Fahren, ganz viele Touren, viele Erfahrungen und immer guten Sex. Danke so. Jetzt säge ich den Pössl, damit er auch lange hält. Was ihr braucht? Was habt ihr braucht? Was habt ihr braucht? Ja klar. Ja, ja, ich hab die eben so weggehen. So, wir haben eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Genau. Ja. Dürfen wir euch gerne überreichen. Dankeschön. Von der sollte ich wieder besser. Also eins steht fest, die Pöselfahrer sind echt cool drauf, muss ich sagen. Haben uns echt super gut aufgenommen. Wir waren ja nur wirklich Gäste. Wir haben noch keinen Kastenwagen und die haben uns total süß in ihre Mitte aufgenommen und das war richtig, richtig toll. Wir konnten uns ganz, ganz viele Autos von innen anschauen und haben uns ganz, ganz viele Tipps gegeben. Und wir haben gepöselt. Wir haben gepöselt. Nee, war echt super cool. Also das fand ich mega, die Leute hier. Und mir hat es wirklich super toll gefallen. Und wenn ihr auch einen Pösel habt und mal Lust habt, auf ein Treffen zu kommen, dann müsst ihr nächstes Jahr unbedingt hierher kommen. Also quasi mit einem anderen Ort natürlich. Am besten in die Facebook-Gruppe. Genau. Wir verlinken euch das nach. Okay. Bis dahin. Tschüss.